Ja, ihr seht richtig. Es ist wahr. Euer Quinn Silas ist wieder da. Bin gerade wieder off. Gab heute einen Mega-Zoff. Hatte Berufsberatung per Skype. Mir tun die armen Säcke im Amt ja leid. Die müssen als Berufsberater meine Zukunftsfragen ertragen. Und anstatt zu antworten, stellen sie dann noch selber Fragen. Ich hätte auch lieber die Zeit sinnvoll genutzt. Ergebnis? Ich bin total verdutzt. So richtig sind wir auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Meine Fresse, ich bin noch immer benommen. Nun bring das Ergebnis mal meinem Erzeuger bei. Leute, das gab ein Geschrei. Mein Vater, der Star unter den Juristen, fiel nach der Online-Beratung nach hinten um und meinte: Bei Gott, bist du wirklich so dumm? Du kannst doch rechnen, lesen und schreiben. Du tust mich auf die Palme treiben. Was soll nur aus dir werden? Meinen guten Ruf wirst du verderben. Wieso ich? Corona ist alleinig schuld. Bis die Schule wieder losgeht, braucht's eben Geduld. Ihr wollt sicher wissen, was ich laut Beratung werden soll. Na, mein Vater hat die Schnauze voll. Beschreiben wir es mal so. Ich brauche dazu Bier, Weiber und ein Klo. Kannst mit dem Job echt Kohle machen. Nur ohne Corona. Oder ähnliche Sachen. Dazu noch etwas zum Futtern und vereinsamte Männer zu bemuttern. Die setze ich dann in einer Reihe an den Tresen, dann ist's auch schon mit meinen Investitionen gewesen. Nun habt ihr euch geistig sicherlich alle verwirrt. Nicht Zuhälter, wer nichts wird, wird Wirt. Ja, Kneiper soll ich werden. Brauchst kein Abi und kannst nicht viel verderben. Lass dann den Laden bis auf Montag immer offen. Leute, es wird doch immer gesoffen. Da verdienst du Geld, ohne viel zu machen. Nur wenn Corona kommt, vergeht dir das Lachen. Hygiene und das Ordnungsamt kann man wegen auf abgelaufenen Speisen und Kakerlaken schon bestechen. Doch bei Corona musst du nur noch brechen. Da machen die dir alles dicht, ohne zu fragen, wer bezahlt, Wasser, Strom oder Licht. Keine Gäste und somit die Kasse leer. Das Virus macht's der Gastro richtig schwer. Dafür gibt's Hilfen von Bund und Land. Na, deren Zahlungsmoral ist uns allen ja bekannt. Ein Zahlungsziel von mehr als 12 Wochen. Dabei war die Kohle schon im November versprochen. Und dann meldest du dich zur Hartz-IV-Beratung per Skype. Ergebnis? Quinsilas, es tut uns leid. Wir können Ihren Antrag nicht bearbeiten. Können Sie uns noch fehlende Unterlagen weiterleiten? Ganz unbürokratisch, aber bitte mit Stempel. Im Original und Kopie, eben nach der deutschen Philosophie. Es ist auf dem Amt schon eine tolle Truppe. Aussage: Verkaufen Sie doch auf der Straße Restersuppe. Habe ich mich mit der Hilfe da geirrt? Selbst schuld, wer nichts wird, wird Wirt. Selbst schuld? So langsam reißt mir die Geduld. Ihr wart doch die, die bei mir an den Tresen saßen und feierten mit roten Nasen. Bezeichnet mich als euren Freund. Ein Tisch war für euch immer frei. Und jetzt ergreift keiner von euch Partei? Werden Sie kreativ. Erstellen Sie ein Hygienekonzept. Halten Sie den Abstand ein. Dann wird trotz Corona alles fein. Ach, dass ich jetzt nicht lache. Was glaubt ihr denn, was ich hier mache? Achtung und Oho, das Faustus plant Viper Fasching to go. Der Kaisersaal ist jetzt ein Logistik- und Paketdienstbetrieb. Versendet Fresspakete mit der Aufschrift: Bleibt gesund, wir haben euch lieb. Na, ganz toll. Alarmstufe Rot. Ich hab die Nase voll. Aber man kann sich nicht über alles aufregen. Bezüglich Karneval sind die Verordnungen ein Segen. Seit 11.11. gibt's kein Karneval. Dafür täglich Maskenball. Den haben wir nun Tag und Nacht. Eben Erfurt, wie es singt und lacht. Und ohne eine neue Proklamation, was passiert dann? Ihr ahnt es schon. Ich bleibe einfach euer Prinz. Sehr gerne. Wenn eben dieses Jahr nur aus der Ferne. Und wenn auch das am Ende nichts wird, dann werde ich eben Wirt. Trotz Zusage noch immer kein Geld. Egal, was kostet schon die Welt?
Diese wird's, wieso geliebt, nicht mehr geben. Hauptsache, die Fluggesellschaften bleiben am Leben. Die werden ja auch bald wieder wichtig sein. Kommst ja in Deutschland nirgends rein. Nicht, weil keiner essen gehen oder tanzen möchte. Schuld allein haben die Köche. Viele Köche verderben den Brei. Egal von welcher Partei. Jede Partei hat eine coole Idee. Nehmt unsere, eure sind fürs WC. Darum will mein Vater, dass ich was anderes in Zukunft mache, worin ich gut bin. Pff, dass ich nicht lache. Die Veranstaltungsbranche ist doch bald tot. Da habe ich doch die gleiche Not. Reden kann ich. Und das richtig klasse. Okay, dann lebe ich eben auf der Staateskasse. Politiker werden. Das könnte ich schon. Vor allem ist's dann sicher mit der Pension. Ich könnte im Parlament weiter in die Bütt und müsste mir keine Sorgen mehr machen. Für euch wär's auch gut. Ihr hättet zu lachen. Bis dahin mache ich ein Praktikum bei der GEC. Die haben viele Kneiper und sogar ein Ex-MP. Somit könnt ihr und mein Vater nun alle hoffen. Und bis dahin wird zu Hause weiter gesoffen. Ihr seht, Gastronomen sind nicht doof. Die sind echt schlau. Bleibt gesund und Erfordia, hello.